Flachwitz, Level 9000. Wenn, dann möchte ich schon, woher weiß man, woher kennt man denn den Code? Ich möchte jetzt nicht hier einfach reinstürmen, obwohl ich den Code noch nicht gefunden habe. Also nicht böse sein. Erstmal danke, dass du mir da hilfst. Ich schaue mich trotzdem erstmal hier um. Ach, im Billardraum und die Lampen mit den Farben. Ja. Das schreibe ich mir gleich auf. Oder beziehungsweise können wir es ja eingeben. Okay. Ich gehe doch da rein. Wir haben jetzt ein Farbband. Im Billardraum die Lampen mit den Farben. Ja, ich entsinne mich, dass, ja. Drei. Moment. Drei. Fünf. Sechs. Drei, fünf, sechs. Oder andersrum vielleicht? Drei, fünf, sechs. Hä? Mache ich was falsch? Hä? Da muss mir jetzt mal einer helfen. Ist doch 356, oder nicht? Oder irre ich mich da jetzt? 3, 4, 6. Warten jetzt. Bist du dir selbst nicht sicher? Finde ich gut. Finde ich super. 3, 4, 6. Ja, habe ich. 3, 4, 6 geht auch nicht. Wisst ihr was? Ich gehe einfach nochmal in den Billardraum und schreibe mir das auf. Ich habe ja hier einen Zettel. Aber danke, Roxton. Danke, dass du aufgepasst hast. Finde ich super, dass du mir helfen möchtest. Dankeschön. Jetzt muss ich nur nochmal schauen, wo der Billardraum war. Der war einmal rum und dann rechts. Ja, ich weiß. Okay, alles klar. So. 007, ja, 007 ist bestimmt der Sicherheitscode, das glaube ich auch. Da kommt bestimmt durch die Tür und wahrscheinlich so: My name is Bond. James Bond. Wow. D, 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 D. Und dann switcht das Spiel und dann sind wir auf einmal in GoldenEye N64. Das wäre mal voll der Twist. So, dann werde ich mir das notieren. Ich habe ja hier Zettel und Stift, da habe ich alles parat. So wie mit den Bilderrätsel, das habe ich ja da auch gemacht. So, dann schauen wir mal. Hier war eine Lampe, ne? Ja, da gehe ich aber gleich hin, weil die Spinne da ist. So. La 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 la. Nein. So, was haben wir denn da? Okay. Rot ist 3. Lila ist 4. Ist 5. Blau 2. Ja, das war's, ne? 2, 6. Ach ne, 6 habe ich noch nicht. Grün. Grün ist 6. So. Ist schon ein paar Jahre vorbei, dass ich es gespielt habe. Sorry. Mach nichts, du mach nichts. GoldenEye bester Shooter. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Macht ja nichts. Aber Roxen, danke, dass du mir da helfen wolltest. Ich hasse Spinnen. Ich hasse auch Spinnen. Ich mag die nicht. Und wir müssen jetzt noch mal ein bisschen kurz die. So, die. Wo war denn? Hier war doch auch eine Öllampe, ne? Genau. Das ist orange, müsste das sein, ne? Das ist das Auge, was offen ist. Ihr müsst mich jetzt mal sehen. Ich male mir jetzt das Auge hier ab. Ich male mir das Auge ab. Das ist auch geil. So, das ist glaube ich orange, ne? Orange, genau, sagt er ja. Dann müssen wir jetzt mal schauen. Hier unten war glaube ich noch eine Lampe, ne? Wo war die da? Grün. Grün hat das Auge. Grün. Grün war das Auge mit dem Faden da dran und dem Knopf in der Mitte. So. Zack. Wer hasst nicht Spinnen? Das sei mal so jetzt in den Raum geworfen. Das wäre. Kotzt er mich an? Ist denn sowas möglich? Hallo? Wieso kommt er nicht? Komm doch mal hin. Mann. Scheiße, fuck.
Kommt er jetzt mal runter hier? Ich muss da oben noch an die rote. Ich glaube, rot ist, glaube ich, das, was da oben noch in der Ecke steht. Scheiße, das Vieh steht hier, ne? Lal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 
Was soll ich denn dann machen? Rebecca macht das, wusste ich doch. Aber müssen wir die jetzt erst holen? Weil die ist ja im Anwesen. Muss ich jetzt echt so weit zurücklatschen? Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Genau. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Oder Rebecca. So, jetzt nochmal eben schauen. Was sind denn hier nochmal für Räume? Da hinten kam er ja nicht rein, ne? Ist von der anderen Seite blockiert. Sehr. Was? Reflex hat einen Abonnenten mehr. Hängen wir. Ich würde sagen, wir holen Rebecca, oder? Weil ist jetzt so die einzige Idee, die ich habe. Da können wir auf dem Weg dann nochmal kurz am Speicherraum vorbei. Weil ansonsten würde ich jetzt sagen, komme ich jetzt großartig nicht weiter, weil Rebecca ist ja Medizinerin, ne? Ich rufe mal meinen Hausarzt an. Ja, genau. Jill konnte das alleine. Ja. So, das heißt, wir kommen am Speicherraum vorbei. Vielleicht treffen wir auf dem Weg ja wieder Gisela. Und Hans-Peter, hieß er Hans-Peter? Ich glaube, Hans-Peter hat Krankaspar gesagt, ne? Hieß der da im Wald rumstand. Hans-Peter werden wir wahrscheinlich treffen. Vielleicht Gisela. Gisela, Schätzelein, Gisela. Schätzelein. Rücken habe ich, Schätzelein. Rücken. Geh nochmal ins Zimmer 3. Ins Zimmer 3 soll ich gleich nochmal gehen. Ja. Lässt du mich nochmal einmal kurz speichern? Dann gehe ich dann gleich nochmal kurz zurück. Moment. Weil dann speichere ich nochmal. Dann haben wir nämlich das Rätsel mit der Tür auch gelöst. So, Speicherplatz 5. Bros zusammen. So. Du kannst auch Pflanze 42 ohne killen. Gisela möchte das nicht. Das stimmt, die könnte man wahrscheinlich auch so killen. Da hast du recht. Ja, finde ich gut, dass es zwei Wege gibt, die zu töten, die Pflanze. Also man wahrscheinlich dann auch mit der Flinte drauf ballern. Ich werde trotzdem noch mal ins Zimmer 3 gehen. Lexchen sagte irgendwie, ich sollte dann noch mal zurückgehen in 003. Schauen wir noch mal. Vielleicht hat Lexchen da was gesehen, was ich übersehen habe. Das könnte natürlich gut sein. Weil ich bin ja immer so ein Blindfisch, das wisst ihr ja. Seit jetzt fast einem Jahr, wenn ihr dabei seid. So. Kostet aber viel Ammo. Ja. Ach nee, jetzt gehe ich. Ah doch, Moment, ist ja richtig. Zimmer 003 ist ja in der Galerie. Aber da war doch nur das Bienennest, oder? Oder war da noch eine Tür? Arme Rebecca ist ganz allein im Herrenhaus. Ja, vor allen Dingen, wieso kommt der Typ denn da zu den Haien? Was hat denn Rebecca die ganze Zeit denn gemacht? Verstehe ich gar nicht. Und wie konnte sie denn alleine dann den Typen alleine lassen, dass, waren wir hier nicht schon gewesen? Hier waren wir doch, oder? Wieso sind da schon wieder Wasser in der Wanne? Oder ist das ein anderer? Da ist etwas in der Badewanne. Ja, den nehme ich mit. Die Wurzeln einer Art Riesenpflanze ragen aus der Wand. Der Hahn des Wasserbeckens funktioniert anscheinend nicht. Mehr kann ich hier nicht machen? Oder hier? Regale sind voller diverser Seifen und Kosmetika. Alles Produkte der Marke Umbrella. Oh ja. Ich habe übrigens auch Umbrella-Creme drauf. Ja, das sieht man wahrscheinlich ein bisschen. Ja. Aber ich glaube, sonst ist hier auch, glaube ich, nichts drin. Alter, diese Türen, wer hat die hingestellt? Ich war hier noch gar nicht drin, kann das sein? Laborexperiment in organischer Chemie. Die Ähnlichkeiten in der Zelleigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit dem Tyrannenvirus infiziert wurde, sind bereits an anderer Stelle dokumentiert.
Bei der Wiederholung dieser Experimente ergaben sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie, der Umbrella Group und Umbrella Nummer 20, einen Stoff enthält, der für die Zelle der Pflanze Gift ist. Wir haben Umbrella Nummer 20 einen neuen Namen gegeben, V-Jolt. Unsere Berechnung zufolge sollte die Anwendung von V-Jolt direkt auf die Wurzel der Pflanze in 5 Sekunden zu deren völligen Absterben führen. V-Jolt lässt sich durch die Mischung einer Chemikalie VP und am UMB, Umbrella, denke ich mal, heißt das wohl, ne? In einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit Umbrella-Chemikalien erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßen Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Die Merkmale der einzelnen. Oh Gott. Muss ich mir das jetzt notieren? Ich schreibe mir das mal auf. Das ist mir. Das ist. B Nummer 3. Es rot, gelb, 6 ist gelb, UMB Nummer 7. Da brauchst du das Buch. Nein, ich schreibe mir das trotzdem mal auf. Habe ich das? Grün. UMB Nummer 10, Orange, Orange, VP 017 ist blau, so wie ich auch, naja, nicht ganz, und VJ ist dunkelbraun, so wie meine Hose nach dem Spiel. So, aber nicht durch den Gang gehen, nachdem du das Buch eingesetzt hast. Dann bist nämlich bei der Pflanze. Der Text steht nochmal im Medizin. Achso, unten rechts neben der. Okay. Gut. Gut, ich habe es mir trotzdem mal aufgeschrieben, vorsichtshalber. Ich kann das Buch hier einsetzen. Ein Einbinde der Bücher scheinen eine Art Muster zu bilden. Zwei Bücher vertauschen? Ja. Oh Gott. Ich würde sagen, das könnte hier hinkommen. Ja, möchte ich. Das müsste da hinkommen. Ja. Das könnte da hinkommen. Nicht durchgehen. Ja, da komme ich zu der Pflanze. Habe ich schon. Kann ich denn trotzdem mich hier umsehen noch weiter, oder? An der Wand befindet sich eine riesige Pflanze. Sie ist von einem Schwarm wütender Motten umgeben. Also, ich bin's nicht. Bäume versperren die Sicht gut. Also, da kommen wir dann zur Pflanze. Gut, da müssen wir ja jetzt wissen wir ja quasi, wie es funktioniert. Jetzt sind wir ja medizinisch. Hey, ich kann im Krankenhaus anfangen als Doktor. Dann demnächst. Müssen wir gucken. Ja, dann probieren wir das mal aus. Das müsste ja jetzt eigentlich funktionieren. Das war hier, ne? So. Sie verstehen nichts von Medizin, daher brauchen Sie lediglich. Wofür habe ich mir das aufgeschrieben? Na, da muss ich doch nach Rebecca, kann das sein? Sie verstehen nichts von Medizin, daher brauchen Sie die leeren Flaschen nicht mitzunehmen. Dann werde ich mal Rebecca holen. Dann, ja, würde ich mal so behaupten, dass das wahrscheinlich doch nur Rebecca kann. Rebecca war unten gewesen, ne, oder? Nee, warte mal. Nach dem Piano, doch im Pianoraum stand sie. Dr. Flaxi, in den OP bitte. Genau, das kann nur Rebecca. Gut, dann kommen wir nochmal in dem Speicherraum vorbei. Da können wir nochmal einen kurzen Zwischenstopp machen. Prost zusammen.
Und willkommen zur Let's Play Live Show auch an alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr Let's Play Live Show. Heute Folge 100, Marathon 24-Stunden-Stream. Wir fangen an mit Resi, sind schon relativ weit. Und ja, 7.2. einjähriges Let's Play Live Show feiern wir am 7.2. So, wir sind hier angekommen. Ich schaue nochmal eben kurz in die Kiste. Ja, 7, 6, das passt alles. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause und dann geht's gleich nach Rebecca. Ich glaube, oder ich hoffe mal, mit Kölsch geht die Pflanze auch kaputt. Das stimmt. Würde ich sagen, machen wir jetzt eine kleine Pipi- und Popo-Pause, Raucherpause, Chipsol-Pause, Trinkol-Pause und dann sehen wir uns gleich wieder mit Resident Evil und dann gehen wir Richtung Rebecca. Also, bis gleich. So. Ja, da hat kurzweilig die Soundkarte ein wenig den Geist aufgegeben, aber kein Problem. Alles wieder gelöst. So, Prost zusammen. Werde mir nochmal einen Schluck einschütten. La, 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 la. Ist voll der Ohrwurm, oder? Meine ich. Kein Wunder, dass Aufzüge stecken bleiben bei der Musik. Ja, das glaube ich auch. Ich würde, glaube ich, durchdrehen. Rentnermusik. RTL 2 Schleichwerbung. Ja. Wieso RTL 2 Werbung? Hat RTL 2 auch die Musik? Huch, da ist mir irgendwie das Headset gerade abhanden gekommen, ich glaube. Ja, es funktioniert noch. Was? Mikrofon? Was? Was? Ihr hört mich noch, ne? Hallo? Okay. So, weiter geht's im Text. Wir wollten nach Rebecca, genau. Wir brauchen ja jemand, der sich mit Medizin auskennt. Und da ist es gar nicht mal so verkehrt, dass wir Rebecca holen. Vielleicht treffen wir ja Hans-Peter nochmal. Und Gisela, Gisela, du machst mich verrückt. Oh, Gisela, du geiles Stück. Gisela, oh, Gisela. Naja. Da, 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 da. Ich habe voll den Ohrwurm von der Musik. Ich weiß nicht warum. Ich muss mal eben hier so mein Kampfsessel wieder ein bisschen zurechtrücken. Ja. Dem, 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 dem. So, weiter geht's. In der Let's Play Live Show mit Hallo, mit Resident Evil. Und mit euch natürlich. Eben 24 Stunden Marathon. Ich muss gleich zwischendurch mal ein bisschen gucken auf der Let's Play Live Show Facebook-Seite, Facebook-Gruppe, was das Voting sagt vom nächsten Spiel. Da bin ich mal gespannt. Kann ich zwischendurch mal so ein bisschen reingucken? La 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 la